Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch ein Unboxing-Video und zwar ist die Brigitte-Box gerade gekommen. Das kam sehr spontan, ich hatte da noch gar nicht mit gerechnet. Hier habe ich sie in diesem großartigen Karton und die möchte ich mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte-Box habe ich im Abo. Ich glaube, ich zahle da im Jahr 150 Euro für. Und die kommt alle 2 Monate. Ja, ich blende euch das aber hier nochmal ein. Ne? Ich möchte jetzt keinen Blödsinn erzählen. Ich habe es nämlich gerade nicht ganz so auf dem Schirm. Wie gesagt, sehr spontan. Der Postbote hat gerade geklingelt, während ich für euch das Lidschattenpaletten-Video gedreht habe. Und da habe ich mir gedacht, setze ich mich mal hin. So. Und öffne mit euch dieses wunderschöne Paket. Ich habe richtig Bock drauf. Also. Reißen wir es mal auf. Ja, ich mag die Brigitte-Box. Die Brigitte-Box hat sowohl Beauty als auch Lifestyle, als auch manchmal Food-Artikel mit drin. Und das finde ich cool. So. Oh ja. Erstmal haben wir hier ein bisschen Müll. Dann kommt hier die Brigitte-Box und das ist die Edition Balance. Ich hoffe nicht, dass das zu gesund ist. Aber ich finde immer in solchen Boxen, da kann ja schlecht irgendwie ein Fitnessgerät oder eine Hantel oder sowas drin sein. Aber ich brauche jetzt nichts zum Abnehmen oder so. Das wäre für mich jetzt nicht so geil. Dann haben wir hier allerhand Werbung drin. Eine Leseprobe haben wir hier drin von Christine, Hanna, Liebe und Verderben. Dann habe ich hier noch Premium Shopping, da sind einige Gutscheine drin. Boden, stylische, gute Launemacher. Ach, Boden. Boden ist die Firma. Ich muss schon sagen, Boden, gute Launemacher, das finde ich aber sehr merkwürdig. Und dann haben wir hier noch mit drin die Zeitschrift Brigitte. Ja, ist halt die Brigitte-Box, da ist die Brigitte auch mit drin. Und das ist auch die aktuelle von Januar. Und, die Nummer 2 und das ist von Mittwoch, dem 2.1. Ist auch interessant, ne? Ich bin vor allem scharf. Oh, guck mal. Die Lady ist knackelisch. Oh. Das war jetzt nicht ganz so jugendfrei. Ich bin immer scharf auf Proben, aber die sind hier sehr selten drin. Hier ist auch keine Probe drin, leider. Ja, normalerweise kostet die übrigens 3,70 Euro. So, machen wir das Schätzchen hier mal auf. Oh, die ist aber derbe zugemacht. Da scheinen schwere Dinge drin zu sein. Und das ist auch nicht leicht hier. Riecht nach nichts, riecht nur nach Papier. Ich finde es immer ganz interessant, wenn dann vielleicht doch so ein kleiner Duft mit rauskommt. So, Seidenpapier geöffnet. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier haben wir Daily Journal. Ich stelle das mal hier runter kurz, ne? Daily Journal. Ach, guck mal, das ist so ein Buch, da kannst du malen. Ich glaube, das ist so Bullet Journal-mäßig, so eine Vorlage. Und ja, ist ganz süß. Aber ich habe so einen tatsächlich so einen Kalender, aber das ist halt fürs ganze Jahr. Das ist mein YouTube-Kalender, den habe ich von einer Arbeitskollegin bekommen, die den halt nicht gebraucht hat. Und ja, den verwende ich halt für meine YouTube-Sachen. Ja, und der ist deutlich dicker als das Heftchen. So, Krüppelpapier. Oh, yum. Seeberger, wertvolles Snacks. Balance Fruits, sonnenfruchtig süß, Harmonie Frotté, 200 Gramm. Das sind solche Trockenfrüchte, die kenne ich auch. Sowas mag ich auch wohl ganz gerne. Und ich finde, ich kann mir das jetzt auch mal kurz genehmigen, so als kleine Stärkung vorab. Also wer es mag, ne? Das muss man ja auch sagen. Damals hat meine Oma und meine Mama, haben die alle beide, immer solche Trockenfrüchte genommen und quasi dann dazu eine angedickte süße Soße gemacht und dann die Trockenfrüchte mit dieser angedickten süßen Soße und das dann als, ja, Zugabe zu Nudeln gemacht. Oh, richtig geil. Wir sind sowieso ein bisschen merkwürdig mit dem, wie wir so gegessen haben. Wir haben immer sehr, sehr süß bei uns zu Hause gegessen. Aber ich finde es einfach sau lecker und sowas. Solche Trockenfrüchte erinnern mich halt immer dran. Es dürfte eine Pflaume sein. Mhm. Richtig schön saftig. Boah, geil. Oh. Mhm. Das mag ich.
Sowas mag ich echt gerne. Aber es ist echt Geschmackssache, ne? Sowas mag wirklich nicht jeder. Das ist ein Pfirsich. Eine Dattel. Das ist schon mal richtig geil. Und dann habe ich hier von Luvos einen Körperbalsam. Ich glaube, den hatte ich schon mal drin. Ich glaube, den habe ich schon mal. Da kommt hier nämlich ein bisschen matschiger raus. Aber das ist halt jetzt gerade für den Winter sehr, sehr gut. Den werde ich jetzt dann auch demnächst verwenden. Meine Bodybutter, die ich aktuell verwende, die neigt sich dem Ende. Dann kann ich den ganz gut verwenden. Ja, riecht halt, ne? Das ist halt das typische Luvos. Kann man mögen, muss man nicht. Aber ist wirklich schön. Also ich mag das. Du hast nachher ein total sanftes Hautgefühl. Und es ist, glaube ich, sogar Naturkosmetik, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, mit Heilerde. Und das ist halt wirklich gut für die Haut. Cool. Wie ich jetzt einfach überall Trockenfrüchte zwischen den Zähnen habe. Dann habe ich hier von Dr. Krandl Timeless Anti-Age Revitalizing Cream. Das ist dann wohl eine Anti-Age Cream. Es ist eine Tagescreme, eine Nachtcreme. Morgens und abends nach der Reinigung auf die Haut und von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Okay, so. Das ist so ein kleines Tübchen. Riesig ist es nicht, ne? Aber sieht schon ziemlich ansprechend aus. Ich rieche nur dieses Luvos. Ja, wird wohl gut sein. Bei sowas bin ich immer etwas vorsichtig. Ja gut, 12 Monate haltbar. Das ist dann auch ganz gut. Muss ich mal gucken, wie das von der Konsistenz ist. Ob das eher so serummäßig ist, dann trage ich das unter meiner Feuchtigkeitscreme auf. Oder ob das halt eine richtig feuchtigkeitsspendende Creme ist, dann gebe ich das nämlich über mein Serum auf. Genau. Noch mehr zu essen. Auch wieder von Seeberger. Ein Müsli-Riegel, Kürbiskerne, Apfel und Anis. Oh, Anis und ich sind keine Freunde. Aber ich probiere mal so ein kleines Stückchen. Anis in einem Müsli-Riegel. Ganz ehrlich, Leute, da traut ihr euch aber auch was. Ich meine, wir sind hier im Januar. Und Anis ist für mich jetzt eigentlich ja gut. Nicht mal Winter, ne? Ich mag nicht so gerne Anis. Na gut, der riecht aber nicht nach Anis. Sieht aus wie ein sehr gesunder Korni-Riegel, würde ich jetzt mal so sagen. Apfel, Kürbiskern, ne? Schon Oschi. Also den hätten die auch vielleicht zweigeteilt machen können, weil, ich meine, gut, den kannst du auch so durchbrechen, ne? Aber den kriegst du, glaube ich, nicht so ganz in eins auf. Oh, ist ja hart. Boah, ein kleines Stückchen kriegt man da nicht ab. Boah. Ach so. Das sind zwei. Die kannst du so trennen. Ja, super. Trocken. Der ist mir zu gesund, Leute. Wird aufgegessen, aber ist mir zu gesund. Ich mag lieber Schokolade und süß und vor allem vorher die Trockenfrüchte und dann ich esse mir jetzt noch eine Trockenfrucht. Sowas mit so Süßes hinterher. Ja, so ein Oschi von irgendwas. Banane? Bist du eine Banane? Ja. Bitte entschuldigt, falls ich irgendwas zwischen den Zähnen haben sollte, aber sowohl Trockenfrüchte als auch dieses Müsli-Riegelding sind fies. Wirklich. Apropos Balance. Inner Balance. Lutschtabletten mit Lavendel und Honig. Für ihre Auszeit im Alltag. Siehste, von Klosterfrau. Okay, was soll das machen? Lavendel für die Entspannung. Vitamin B6 und B12 für die Nerven, aromatisch im Geschmack. Okay, also das soll ich chillen. Cool, das finde ich gut, das mag ich, das wird mir gefallen. Dann habe ich hier jetzt was drin, was ich cool finde. Das ist von Real Techniques, so ein Schwammset. Ich glaube, das hatte ich euch auch schon mal auf Amazon verlinkt oder so. Weil das gab es auch relativ günstig. Wobei das hier ist jetzt ein Schwamm und oben so ein Gummivieh. Also so ein Silly Sponge quasi, ne? Seht ihr das? Und sowas habe ich noch nicht wirklich ausprobiert, da bin ich auch eher vorsichtig, weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass man damit dass man dann so rutscht oder so. Ich weiß es nicht, ne? Ich sollte sowas mal ausprobieren. Ich sollte nicht immer skeptisch gegenüber neuen Dingen sein hier. Ja. Cool. Ja, Real Techniques benutze ich unheimlich gerne. Ich liebe die Schwämmchen davon. Ich musste sowieso jetzt letztens meinen aktuellen Schwamm aussortieren, also von daher
richtig gut, dass ich jetzt einen neuen habe. Gefällt mir. Das ist cool. Das ist ein tolles Produkt. Ich hatte schon mal was von Realtek mit in der Brillebox und war da auch von begeistert. Also die arbeiten scheinbar sehr gut mit denen zusammen. Das gefällt mir. Dann habe ich hier nochmal etwas mit Lavendel. Taoasis. Taoasis vielleicht. Aromakosmetik. Okay. Was ist das? Seht ihr das? Ja, ne? Lavendel soll ja auch so für die Entspannung sein. Das soll man sich ja vielleicht auch manchmal ins Kissen machen. Zur besonderen Aromapflege nur verdünnt anwenden. Zum Beispiel 8 bis 10 Tropfen auf 50 Milliliter Mandelöl zur wohltuenden Aromamassage. Ach, guck mal. Also mache ich das dann zusammen mit Mandelöl, was ich mir noch kaufen müsste, und kann das dann als Aromamassage machen. Ja, hört sich doch schon mal ganz spannend an, ne? Wobei Lavendel ist jetzt nicht so unbedingt mein Favorite-Duft. Aber mal gucken. Entweder behalte ich es oder es wandert weiter. Aloe Vera Eye Contour Gel. Oh, das ist aber eine Riesenpackung von Etrebelle. Etrebelle ist eine gute Marke. Das wird auch wahrscheinlich relativ teuer sein, glaube ich. Pflegegel mit Liposomen zur Revitalisierung für empfindliche. Für die. Nein. Pflegegel mit Liposomen zur Revitalisierung der empfindlichen Augenpartie. So. Ja, cool. Riesengroß. Also normalerweise kennt man doch solche Augengels immer nur so in unter 10 Milliliter, würde ich jetzt mal sagen. Also von daher richtig cool. Ist ein Augengel. Und Aloe Vera ist gut. Etrebelle ist eine gute Marke. Jedenfalls hatte ich schon mal was von denen. Lippenstift war es. Ja, den fand ich auch ganz gut. Von daher denke ich, dass es hochwertig sein wird. Wie riecht's? Darf man das jetzt schon aufmachen? Ah, nee, das ist dann nur 6 Monate haltbar. Das möchte ich noch nicht aufmachen. Weil nicht, dass ich das aufmache und dann kippt mir das. Aufpassen bei sowas immer. So, dann habe ich hier was drin von Fix and Rouge. Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Oh, das ist bestimmt ein Primer. Achso, so sieht's aus. Genau. Pore Correcting Velvet Touch so Smooth Matte Cream. Steht das hier auch irgendwo auf Deutsch drauf? Nein. Innovative Porenperfektionsformulierung mit einem mattierenden und erfrischenden Effekt. Hält auf mit den Vitaminen A, C und E. Also ich übersetze das jetzt nur. Und hilft, dass man die natürliche Ausstrahlung wiederherstellt. Perfektionierende Salicylsäure hilft, dass die Porengröße minimiert und reduziert wird. Dann nochmal das Hyaluron hilft, dass eine langanhaltende Vitalität da ist. Aha, guck. Von mir. Oh, der scheint nicht unbedingt klein zu sein. Ach, guck, ist der schön. Das finde ich hübsch, Leute. Das gefällt mir richtig gut. Richtig schön. Hydrapor. Kann man den so. Hier. Ich probiere den mal ein bisschen aus hier. Ich habe hier zwar eben Creme drauf gehabt, aber ich gucke mal, wie der von der Textur hier ist. Aha. Der hat einen leicht rosa Touch. Also ich rieche, wie gesagt, nur noch Luwas auf meiner Hand. Das ist halt, ne? Gerüche, die man dann halt nicht so, vielleicht nicht so unbedingt mag, riecht man dann vielleicht etwas extremer. Es ist halt so eine Creme, richtig, ne? Aber das ist wirklich hydratisierend. Es ist wie eine Feuchtigkeitscreme, wenn ich das jetzt so drauf mache. Also nicht jetzt irgendwie wie von Benefit, diese Pore-Minimizing-Geschichten. Die sind ja auch so silikonmäßig vom Gefühl oder so samtig. Das hier fühlt sich eher wie eine Creme an. Vielleicht wirkt es auch so wegen der Hand, weil ich da eben was drauf gemacht habe. Ich versuche es nochmal auf der anderen Seite. Nee, das ist. Ja, und es riecht einfach nach Creme. Also das ist wirklich wie eine ganz normale Gesichtscreme. Fühlt sich das an von der, ne? Also einfach Feuchtigkeit spendend. Ja, soll ja auch hydratisieren. Also es fühlt sich echt gut an. Ja, schön natürlich. Da freue ich mich drauf, das zu benutzen. Das ist cool. Und das größte und schwerste und letzte Produkt ist von Syoss, eine Spülung Professional Performance Renew 7. Ja, Spülung kann ich immer gebrauchen. Ne? Bei meinen Haaren kannst du da auch relativ schnell von ausgehen, dass sowas leer geht. Auch wenn es halt Riesenviecher mit 400 Milliliter sind, da brauche ich wahrscheinlich wirklich, wenn es hochkommt, einen Monat, um das leer zu kriegen. Ja, weil ich ja jeden Tag meine Haare wasche. Ich kann nicht anders. Ich muss es jobmäßig haben, dass ich ordentlich aussehe. Bei mir fetten die halt sonst sehr schnell. Ich möchte jetzt nicht
so gerne so eine Fettkur oder sowas machen. So sind halt meine Haare, aber ich komme damit klar und dann mache ich das halt. Aber das ist dann ja auch irgendwo meine Sache. Dementsprechend brauche ich sowas dann ja auch einfach schnell auf, weil ich einfach lange Haare habe. Da muss ich dann auch ordentlich was reinmachen und weil ich halt täglich wasche. Deswegen cool, dass es drin ist. Für mich ein Produkt, was ich auch immer wieder gut gebrauchen kann. So, war's das schon? Tja. Die Brigitte Box hat normalerweise einen relativ hohen Wert. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es nicht kenne, ne? Dieses Fix and Rouge ist, also dieser, ich glaube, wenn ich jetzt mal so ganz blöd schätzen müsste, würde ich so auf 70 € schätzen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich rechne euch das aus und blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Wie gesagt, ich habe für die Box ungefähr 25 € bezahlt, ne? Das muss man bedenken. Im Großen und Ganzen finde ich die Produkte der Box gut, aber für dieses Inner Balance-Thema, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also so richtig optimal finde ich die Box ehrlich gesagt nicht. Trotzdem finde ich die Produkte in der Box nicht schlecht. Ich werde einiges davon benutzen können, aber nicht alles oder wollen vielmehr. Also diesen Müsli-Riegel hätten die sich echt sparen können, weil der ist einfach nicht so meins. Aber ja, ist halt Geschmackssache, ne? Ihr Lieben, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen, was ich so habe. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du das möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!